Und hier gibt es natürlich einen interessanten Weg. So Spuren im Boden. Sieht mir alles jetzt nicht so offiziell aus. Könnte man sich ja auch mal ganz kurz anschauen. Und wir haben ein Nest entdeckt. Aber was für eins. Interessanter Ort. Was? Noch ein Grab. Ah, das Grab ist aber auch nicht einfach so. Oder? Aber hier kann ich gar nicht graben. Ich konnte mit der Schaufel bei dem anderen Grab graben. Oder liegt das daran, dass ich überladen bin? Moment. In die Satteltasche. Okay, dann schauen wir uns das einmal kurz an. Einmal rum, genau. Nee. Geht nicht. Gut. Dann habe ich mir das angeschaut. Moment. Dann hole ich mir das alles einmal wieder raus und ziehe das wieder an. Und dann haben wir das entdeckt, aber das ist, glaube ich, so... Ja. Ins Inventar. 5 Sachen. Ich nehme mal die Schaufel doch auch mit. So. Ausrüsten, 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 ausrüsten. Verband, Schaufel, genau, Morgenstern. Genau, dann ist alles einmal ausgerüstet. Beinlinge, Moment, Rüstung hier. Yes, alles ist angezogen. Also, dann mache ich einmal noch... Nö, klappt nicht. Dann einmal aufs Pferd drauf. Dann einmal bitte das Inventar. Und dann... die Schaufel... in die Satteltasche. So, das passt. Ja. Dann gehen wir einmal raus. Und wieder Richtung B. Aber schön, dass wir uns auch das mal angeschaut haben. Also for fun ein bisschen angeguckt, was so geht und was nicht geht. So. Und weiter den normalen Weg entlang. So, Sasauer Wald fühlt sich schon sehr nah am Ziel an. Ja. Ich gehe einmal hier hoch. Einfach nur ein bisschen erkundungsmäßig. Ein Lager. Ja. Und was für eins? Keine Ahnung. Holzfällerlager. Komm, 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 komm. Holzfäller. Während des Frühmittelalters forderten der Ackerbau und das schnelle Wachstum der Städte ihren Tribut, in dem große Waldgebiete abgeholzt wurden. Zu dieser Zeit gab es keine Aufforstung, weshalb im 15. Jahrhundert einige Gebiete sogar weniger Waldbewuchs hatten als heute und Städte von Zonen schierer Verwüstung umgeben waren. Um die Abholzung kümmerten sich Holzfäller. Ihr Hauptwerkzeug war eine große, einschneidige Axt mit langem Griff oder Heft. Zudem wurden diverse Holzkeile und Hämmer benutzt, um das Holz zu spalten. Der Transport des Holzes aus entlegenen Gebieten gestaltete sich schwierig, was dazu führte, dass Flüsse genutzt wurden, auf denen das Holz hinabtreiben konnte. Und was kann ich hier machen? Kann ich mir Holz kaufen? Nein, oder? Die kann ich alle auch nur beklauen. Ich komme gar nicht ran. Ich bin ja, wie heißt das? Langsamer, weil... Ja. Langsamer, weil... Weil ich überladen bin. Aber sonst ist hier nichts Besonderes.
Ja, hier schlafen die Schlossknacken leicht. Jo. Aber wir sind schon in den Sasauer Wäldern. Das heißt, wir kommen ein bisschen voran. So. Das B ist da. Dann lassen wir hier einmal weiter geradeaus. Okay, hier kommen wir nicht durch, wie ich wollte. Ja. Ja. Ein bisschen zu steil, warte mal. Vielleicht sollte ich wieder einen gescheiten Weg finden. Ist das hier schon Sasa? Warte mal. Nein. Aber der Weg ist da vorne. Da vorne ist der Weg. Hier ist so ein bisschen was. Ja, alles ganz interessant, aber geradeaus runter auf den Weg. So ein bisschen. Ja, Aufgabe fehlgeschlagen. Das Turnier ist vorbei. Nicht schlimm. Das Turnier findet ja öfter statt. Okay, jetzt sind wir wieder auf einem Weg. So. Einmal wunderschön über den Fluss drüber. Ein bisschen Gas, genau. Heuerling. Müller, noch ein Müller. Zu deinen Diensten, Herr Ritter. Es gibt so viele Müller. Gibt es hier etwas für mich zu tun? Kommt drauf an. Ist dir vielleicht nicht aufgefallen, aber wir haben hier ein Problem. Ich bin ganz Ohr. Wir haben einen Kumanen aus dem Fluss geholt. Hab eine Idee, was wir mit ihm anstellen könnten, aber ich brauche Hilfe. Ich habe mit ihm was vor, aber dazu brauche ich Hilfe. Was habt ihr denn vor? Wie habt ihr das geschafft? Kommt nicht oft vor, dass Müllers Burschen einen Feind der Krone fangen. Wohl wahr. Meine Knechte geben sicher gern zum Besten, wie sie das hingekriegt haben. Okay. Was habt ihr denn vor? Ich helfe dir. Ich habe noch eine Rechnung mit den Kumanen offen. Ich schätze mal, du kommst aus Garlitz. Richtig. Umso besser. Hab nämlich vor, den Hunsford auszuquetschen. Will wissen, wo er sein Beutegut versteckt hat. Also Hunsford ist für mich jetzt schon wieder das Wort des Tages für mich. Also ich komme schon raus. Und die Sachen willst du denn ja behalten? Ja, ich helfe dir nicht. Ich nehme mal an, du willst die Beute dann ihren Besitzern zurückgeben. Sehr witzig. Hilfst du mir jetzt oder nicht? Oh je, Rufe schlecht, das aber nicht schlimm. Alles klar, das finde ich schon heraus. Sprichst du etwa Ungarisch? Nein, kein Wort. Dann kriegst du nichts aus dem raus. Aber du kannst trotzdem helfen. Ein Stück den Fluss runter ist eine Sägemühle. Die Männer sagen, da gäb's einen Tagelöhner, der beim Würfeln auf Ungarisch flucht. Schau doch mal nach, ob der mehr kann als bloß fluchen. Das kriege ich hin. Sicher, das kriege ich hin. Danke. Gott behüte dich. Das ist so verrückt, wie viel es hier zu tun gibt. Wirklich. Das endet ja nicht. Ich meine, schon wieder eine neue Aufgabe. Warte mal. Dann. Spieler, Waffen, Rüstung, Inventar. Hier einmal. Den Fluss runter gibt es eine Sägemühle. Und da gibt es einen, der flucht. Naja, dann gehe ich mal den Fluss runter, oder? Ich kann nicht schwimmen. Also ich kann schon schwimmen, aber egal. Das mit dem Pferd klappt, glaube ich, nicht. Ja. Warte mal, was hat er gesagt? Sägemühle? Warte, ich guck noch mal. Werde ich daraus schlau?
Ah, finde den Übersetzer da oben. Sehr schön. Dann suchen wir erstmal den Übersetzer. Und dann machen wir das weiter mit Sasau und dem Diadem. Und dann der Steinmetz. Und ihr wisst ja Bescheid, ne? Es gibt so viel zu tun. Es endet quasi nicht. Jetzt bin ich einmal nicht zu den Main-Aufgaben gegangen, sondern die Nebenquests. Und dann kommt sowas. Also es ist schön, klar. So, jetzt wieder ein Grab. Beginn zu graben. Warte mal. Jetzt ein Grab von vielen. Gefährten, Schaufel. Ins Inventar. Boah, krass eigentlich. Dass man da einfach ein Grab aufgraben kann. Was, boah, krass. Also schon irgendwie mega gruselig. Öffnen. 153,3 Groschen. Der wurde mit seinem Geld beerdigt. Und wir haben es einfach genommen. Können wir das auch nicht wieder zuschütten? Nein. Aber verrückt. Also für mich sehr verrückt. Ja. Aber ich bin über... wie heißt das? Über jede Spielmechanik. Für jede Spielmechanik bin ich offen. Jagdgebiete, Wildschweine. Ja. Auch sehr interessant. So, dann gehen wir wieder zum A. Komm, lass mich einmal rüber. Und hier müsste das doch sein, oder? Einmal drumherum. Ja. Vielleicht finden wir jemanden, der Ungarisch kann. Ja. Ich glaube, das ist hier. Oh, hier ist auch ein Pferd. Noch eine Mühle. Warte, das ist aber diesmal eine andere, oder? Tatsächlich. Das ist eine Mühle. Das ist eine Mühle. Hier unten ist auch eine Mühle bei Peschek. Und ich war, glaube ich, bei noch einer anderen Mühle hier, oder? Jawohl, noch eine Mühle. Krass. Naja, damals mussten die ja irgendwie Brot essen. So, lass mal quatschen. Tagelöhner, das ist genau der. Und Simon, hau mal raus, Simon. Ich hoffe, ich kann dir von Nutzen sein, Ritter. Schön, dass du mich Ritter nennst. Die gestohlene Ware verkaufen? Ich kann dir gestohlene Ware verkaufen. Ich habe keine gestohlene Ware, aber ich würde es verkaufen, wenn ich könnte. Ich will eigentlich jeden anquatschen nach Arbeit, aber... Lebe wohl. Der Reihe nach, wirklich. Was zum... Wo ist denn der hier? Ich habe gehört, du kannst Ungarisch. Sprichst du es fließend? Yep. Ich beherrsche es gut genug. Warum fragst du, Bruder? Ich habe Arbeit für dich. Wo hast du Ungarisch gelernt? Da frage ich erstmal, wo er Ungarisch gelernt hat. Wo hast du Ungarisch gelernt? An der Universität zu Wien. Habe da eifrig studiert, bis mir irgendwann die Börse ausgeblutet ist. So kehre ich nun in die Heimat zurück, nach Prag. Die Mutter aller Städte, Bruder. Ich habe Arbeit für dich. Arbeit? Ach, dabei habe ich auf eine Einladung für ein Saufgelage und Kunde von meiner holden Dame gehofft. Aber ich habe Münzen zu bieten, Tagelöhner unter Druck setzen. Ich setze ihn unter Druck, ich habe eine Rüstung an. Deine holde Dame lässt dir ausrichten, du sollst deinen Arsch bewegen und mit mir kommen. Ha, ich habe keine Dame mehr. Aber was ist mit dem Saufgelage? Gibt es Wein, wo du hin willst? Dünnbier vielleicht. Aber so wie ich deinesgleichen kenne, genügt dir das voll auf. Wohl gesprochen, Bruder. Also, worum geht es denn? Jemand muss für mich einen Kuman befragen. Und da du eine flinke Zunge führst und noch dazu Ungarisch sprichst, sollte das für dich kein Problem sein. Ein Mächtiger? Einen Kumanen? Aber was soll's? Der Betreiber der Sägemühle will mich Ende der Woche eh wieder fortschicken. Was bekomme ich denn dafür? Wie wäre es, wenn du es umsonst machst? Wie viel möchtest du denn? Wie viel möchtest du denn? Weiß nicht. Sag mir, wie viel du bietest. Sind wir uns einig? Komm schon. Ein bisschen mehr und wir sind im Geschäft. Dann komm, hauen wir noch ein bisschen mehr rein. Ja, komm, 38,5. Dann nehmen wir die 38,5 und dann passt es. Würde ich sagen. Fein. Das ist ein gerechter Handel.
Und wo steckt dein hoffentlich redseliger Kumane? Kennst du zufällig die Budiner Mühle? Natürlich. Ich habe die Knechte dort ein paar Mal beim Würfeln abgehäutet. Gut, gehen wir. Gut, hol dein Zeug und dann gehen wir. Finde einen Übersetzer. Aufgabe abgeschlossen. Sehr schön. Oh, wir haben schon 19 Uhr. Also in-game 19 Uhr. Jetzt, wir gehen zu Fuß. Das ist ja wirklich völlig verrückt. Okay, komm. Befrage den gefangenen Kuman mit Hilfe des Tagelöhners. Da bin ich schon sehr gespannt. Wir können mit dem Verhör beginnen. Wunderbar. Ich fing schon an, mich zu langweilen. Lass uns anfangen. Sag ihm, er hat eine einzige Chance, seinen Hals vor der Schlinge zu bewahren. Sag ihm, ich weiß, dass er seine Beute irgendwo hier in der Gegend versteckt hat. Was sagt er denn? Nun ja, er scheint sich zu sträuben. Ich würde ihm Schläge androhen, so eine brutale Rüstung, wie wir jetzt als Rambo Heinrich aussehen. Da lohnt es sich, glaube ich, am meisten ein bisschen, ja, mit besseren Argumenten nach vorne zu dringen, würde ich sagen. Sag ihm, wenn er weiter so starkköpfig ist, reißt mir der Geduldsfaden. Na mon, hol van. Elmondom neked, de azt a geci, aki melletted áll, küld el valahova. Aha, már kezdem érteni. Akkor jó, hogy értik egymást. Jól figyelj, azzal a nagyvárossal szemben a folyónál. Ratájra gondolsz? A nevét nem tudom. Egy nagy város, várfalakkal. És van ott két vár. Szemben, a folyó túlpartján van egy domb. Ha a város felé nézel, van melletted egy út. Azon az úton van egy kereszteződés, egy kiégett fával. Viszonnan egy kis ösvény le a vízhez. És lent a víznél van egy kivált fatörny. És abban van? Igen. Und? Irgendwas Interessantes? Nein, nicht wirklich. Er flucht bloß. Ich bin gespannt, ob die auch wirklich richtiges Ungarisch rennen, aber sprechen, aber das traue ich mal den Machern von Kingdom Come Deliverance zu, dass es richtiges Ungarisch war. Ja, genau, Rambo Heinrich. Mit Rambo Heinrich meine ich eigentlich nur die Rüstung. Und jetzt ist es so, wenn ich zu irgendjemandem gehe und sage, hallo, was ist los, können wir handeln? Dann sagen die immer, oh, edler Ritter, tralala, schön, dass du mit uns redest. Das meine ich damit. Und bei dem Schießstand war das so, dass ich für den Bogen, der hat Agilitätsstufe 9 und ich habe keinen schwächeren Bogen gehabt und musste meinen eigenen Bogen im Schießstandturnier benutzen. Und ja, das hat trotzdem geklappt, obwohl Heinrich gar nicht richtig gespannt hat, hat er sofort abgeschossen. Das war ganz, ganz komisch. Okay, ich glaube, ich drohe ihm mit dem Tod. Sind wir mal ein bisschen härter. So wie wir aussehen. Sag ihm, wenn er nicht bald auspackt, säbel ich ihm an Ort und Stelle die Gurgel durch. Ich hoffe, Kürgen. Pénzeit nem tudom pontosan elmondani. Így oda kell őt vinnem. Was sagt man dazu? Er packt aus. Er sagt, er habe das Silber irgendwo im Wald vergraben, könne die Stelle aber nicht genau beschreiben. Er meint aber, er könne dich hinführen. Gut, das soll mir genügen. Frage den genau. Wir haben ihn befragt. Was mich eben wundert ist, sprich mit dem Müller. Keine Ahnung, wir hätten doch vielleicht einen Untertitel vertragen können, aber das ist, glaube ich, so der Witz an der Sache, dass wir keinen haben. Ja, so wie wir jetzt aussehen, strahlen wir so ein bisschen Kraft aus. Kann ich mit dem noch reden? Mit akartok már megint? Azért jöttél, hogy kiröhög? Szép kis hős vagy. Ich bin gespannt, was er sagt, von ihm zum Beutebesteck führen lassen, ihn in Ruhe lassen. Ich lasse ihn mal kurz in Ruhe und quatsch mal ganz kurz mit. Steht ein heidnisches Gebrabbel bis hier! Mit dem Müller.
Mit wem muss ich denn da reden? Mit dir, oder? Nein. Warte mal. Ich bin wegen den Kuman hier. Ich hätte eine Frage wegen des Kuman. Frag nur. Woher weißt du eigentlich, dass der Übersetzer einen nicht belügt? Ja, das ist eine gute Frage. Weiß ich gar nicht. Der Übersetzer könnte auch... Ja, lügen. Krass. Wie gut, glaube ich bin, dass ich da denke, hey, das wird schon gut werden. Krass eigentlich. Wie habt ihr ihn gefangen? Erstmal ein bisschen Hintergrundstory. Wie konntet ihr ihn gefangen nehmen? Ich will euch nicht auf die Füße treten, aber ich nehme an, er war bewaffnet, oder? Ja, war er. Aber er hat Pech gehabt, der Ärmste. Ich wollte morgens Wasser holen und da sehe ich plötzlich so einen Kerl, der sein Gaul durch die Furt reitet. Und wie er halb durch ist, geht ihm das Viech durch und wirft ihn ins Wasser. Ich spring rein, ziehe ihn an Land und sehe, dass er ein Kumane ist. Zu meinem Glück ist er auf den Kopf gelandet und war ohnmächtig. Da habe ich ihn in die Scheune gezogen. Also auf jeden Fall sehr wichtig. Sehr, sehr witzig, dass der eine sich durch den anderen durchgesetzt hat. Und ja, wie es aussieht, hatte der Kumane Pech. Ich frage noch, was mit ihm geschieht. Ja, das denke ich mir auch. Also jetzt, wenn es angesprochen wird, denke ich mir, hey, der Übersetzer könnte auch lügen. Ich habe ihm 37 Groschen bezahlt, dass er das macht. Vielleicht hätte ich den Übersetzer auch mehr unter Druck setzen lassen müssen, aber ich war zu gutmütig. Egal. Was geschieht mit ihm? Hau mal raus. Was habt ihr jetzt mit ihm vor? Was weiß ich? Der Müller hat gemeint, ich soll auf ihn aufpassen. Frag am besten ihn, wie es weitergeht. Gut, werde ich machen. Okay. Interessant. Wo ist der Müller? Müller. Bist du der Müller? Nein, du bist der Übersetzer. Der Tagelöhner einfach. Der hat hier der Einzige, der hier das Geschäft seines Lebens gemacht hat. Das ist natürlich auch ein, ja, für mich das Bild des Tages, würde ich sagen. Sag mal, Janek, was hast du jetzt mit dem verdammten Kuman vor? Das entscheidet der Alte. Mir egal. Solange der ungarische Lump hinter Schloss und Riegel sitzt, schlafe ich gut. Okay, lass mal noch quatschen. Okay, haben wir schon? Und wo ist der? Oder bin ich jetzt wieder irgendwo anders? Warte mal. Nein. Ein privater Raum. Ja, der private Raum, ich mach mal schön wieder zu. Interessiert mich eigentlich jetzt momentan nicht. Warte mal. Sprich mit dem Müller. Ah, der Müller ist das A auf der Karte. Ja, da muss ich gar nicht suchen. Einfach ganz gechillt zum A laufen. Hey, warte mal. Wo ist denn unser Pferd? Eigentlich. Oh nein, wo ist denn das Pferd? Warte mal. Ah, da ist es. Boah, ich habe mich schon erschrocken, dass wir es verloren haben. Wirklich. Gut, dass du da bist und auf einen wunderschönen Pfiff reagierst. Am wichtigsten ist doch, dass er nicht raus kann, uns alle im Schlaf abzustechen. Ja, steche ich ihn an. Den ganzen Tag lügt er dieses Kauderwelsch und lässt uns keine Ruhe. Verstehe. Bist ja ein richtiger Held. Hättest du dir überlegen sollen, bevor du ihn aus dem Fluss gezogen hast. Ach, dreckiger Ungar. Alles klar. Okay. Ab aufs Pferd. Ich spreche einmal mit dem Müller. Ich will mich hier nicht mehr so langsam fortbewegen. Und dann schauen wir weiter. Ich glaube, ich lasse mich von dem Kuman dann lieber dahin führen. Wo es ist. Komm, lass mal hoch. Einmal runter, einmal rum. Genau. Ja! Okay, es ist einfach hier auf der anderen Seite. Da müsste der sein. Komm, lass mal quatschen. Gott sei mit dir. Nee, das ist er nicht. Möge Gott über dich wachen. Ist der in dem Haus oder was? Schloss knacken leicht.
Der ist da in dem Haus und ich kann mit dem nicht quatschen. Und Schloss knacken mäßig habe ich nichts dabei. Also das Schloss zu knacken wäre eh komisch. Um was zu klauen vielleicht, aber so. Warte, ich mache das jetzt mal so. Ich guck mal kurz, es nähert sich die 21 Uhr. Die gesunde Angst vor der Nacht. Ich gehe einmal hierhin zurück. Ja, wir sind schon so nah an Sasau, egal. Ich gehe einmal hierhin zurück. Du trägst zu viel und kannst nicht schnell reisen. Was trage ich denn zu viel? Na, egal. Warte. Ich muss in eine Richtung, warte mal. Da konnte man schlafen. Ich mach das so. Inventar. Hoffentlich haben wir bald ein bisschen mehr Stärke, dass wir mehr tragen können. Oder ich gehe weiter Richtung Sasau. Dann gehe ich weiter Richtung Sasau und hoffe da auf ein Bett. Ja, einmal hier die Runde und dann müsste... Hier ist eine Brücke und da... Ich muss mal schauen. Fackeln habe ich, glaube ich, dabei. Oder komm. Die Grundausstattung, genau. Ein paar Fackeln. Ja. Die Nachtparanoia ist also noch da. Tatsächlich schon. Ich weiß auch noch gar nicht, ob sie begründet oder unbegründet ist. Aber dann reite ich einmal weiter hinaus, weil dieser Müller ja sowieso nicht da ist. Und morgen... Oh, sehr unsympathisch. Nein, 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 nein. Aufstehen. Steh auf, steh auf, steh auf, steh auf, steh auf. Nein, nicht den Bogen. Pack aus, pack aus, pack aus, pack aus.